ja nicht, auch wenn es um das Thema Tod und Sterben geht, alles todtraurig. Man erlebt ja auch trotzdem noch schöne Dinge und so soll es ja auch sein. Dass die Menschen nicht wissen, wie gehe ich mit einem Trauernden um oder gar mit einem Menschen, von dem ich weiß, der schwer krank ist und wahrscheinlich in den nächsten Wochen versterben wird. Wenn man das wüsste, wann der Todestag oder sogar die Todesstunde ist, ich glaube, dann würden wir alle noch mal anders leben, was vielleicht auf der einen Seite nicht verkehrt ist, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen Angst macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht's hier ums Sterben. Ich sag das einfach mal so direkt, auch wenn es auf den ersten Blick sicherlich kein angenehmes Thema ist. Es ist aber ein total wichtiges Thema, denn sterben müssen wir ja irgendwann alle mal. Die allermeisten Menschen möchten zu Hause in ihren eigenen vier Wänden sterben, am liebsten im Kreise ihrer Angehörigen. Tatsächlich aber, und das hat mich echt überrascht, sterben gut 75% der Menschen in Deutschland im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Das hat eine Studie der DRK ergeben. Wahrscheinlich würden die Zahlen etwas anders aussehen, wenn es mehr palliative Angebote für Schwerkranke und Sterbende geben würde. Palliativ bedeutet, dass nicht mehr die Ursache einer Erkrankung behandelt wird, sondern die Beschwerden, die diese Krankheit hervorruft. Und tatsächlich bräuchten fast 90% aller Menschen am Lebensende eine solche palliative Begleitung. In den letzten 20 Jahren hat sich da zwar schon ziemlich viel getan, aber es ist auch noch ordentlich Luft nach oben. Deshalb greift auch die Woche für das Leben dieses Thema auf. Diese Woche findet Mitte April statt und ist eine bundesweite Initiative der katholischen und evangelischen Kirche. Und auch wir möchten dem Thema Leben im Sterben, so ist diese Woche überschrieben, hier bei uns im Podcast einen Raum geben. Ich freue mich, dass ich heute mit Sabrina Bergest sprechen darf. Sie arbeitet im Hospiz zum Heiligen Franziskus in Recklinghausen und bildet dort Menschen aus, die sich ehrenamtlich im stationären und im ambulanten Hospizdienst einbringen möchten. Man spricht dabei von einer ehrenamtlichen Sterbebegleitung. Das kann im Hospiz selbst sein, aber eben auch zu Hause oder in alten Pflegeeinrichtungen. Und Sabrina Bergest koordiniert dann diese Einsätze der Ehrenamtlichen, schaut also, wer zu welchem Patienten, zu welcher Familie passt für die Betreuung, wann ein Einsatz nötig ist und so weiter. Sie hat also jeden Tag mit dem Sterben, mit Abschied und Tod zu tun. Und wir werden gleich darüber sprechen, wie es ihr damit geht und was man alles braucht, um einen Menschen zu begleiten, der sterbenskrank ist. Und auch darüber, welche Rolle der Tod und das Sterben ihrer Erfahrung nach in unserer Gesellschaft hat. Hallo Frau Bergest, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Hallo Frau Ladermann, ich freue mich auch. Danke für diese tolle Einleitung. Das beschreibt schon sehr, was ich hier so tun darf im Hospiz und im ambulanten Hospizdienst. Ja, Frau Bergest, wie reagieren Menschen, wenn Sie erzählen, dass Sie in einem Hospiz arbeiten? Das ist ganz unterschiedlich. Manche sagen, oh, das könnte ich nicht. Nee, immer nur traurige Menschen und so viel Tod und Sterben, das könnte ich nicht. Und wieder andere sagen, Mensch, toll. Toll, dass du diese Arbeit machst und toll, dass es Hospize und ambulante Hospizdienste gibt, weil sie werden einfach gebraucht. Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich, die Reaktion. Ja, das fand ich jetzt mal ganz spannend zu Beginn, weil ich wusste das natürlich jetzt, aber ich frage mich dann, was andere dazu sagen. Und ich weiß auch nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer überhaupt wissen, wie es in so einem Hospiz aussieht. Also ich selbst war zum Beispiel noch nicht in einem. Kann man sich das eher, ich sag mal, wie ein Krankenhaus vorstellen oder vielleicht sogar eher wie so ein Hotel? Also vielleicht beschreiben Sie mal, wie sieht es dort aus? Also wie ein Krankenhaus sieht es schon mal nicht aus. Von der Vorstellung können Sie sich bitte alle verabschieden. Okay. Wir haben ein sehr helles, freundliches Haus mit farbenfrohen Bildern auf den Fluren.
Einzelzimmern mit Badezimmer. Also es hat schon so ein bisschen Hotelcharakter, kann man schon sagen. Die Zimmer sind hell und freundlich eingerichtet. In unserem Hospiz ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, aufgrund der Tatsache, dass ebenerdig gebaut ist, dass alle Zimmer eine eigene Terrasse haben und die Terrassentür auch so breit ist, dass man den Menschen durchaus mit dem Bett auf die Terrasse fahren kann, dass man sich einfach so den Wind um die Nase wehen lassen kann und das Gefühl hat, man ist vielleicht zu Hause in seinem eigenen Garten. Das ist so das Schöne. Wie gesagt, hell, freundlich mit bunten Bildern und ganz viel Wärme einfach. Die Zimmer sind mit hellen Holzmöbeln eingerichtet. Natürlich haben wir für unsere Patienten die klassischen Pflegebetten, aber auch die haben eine schöne Optik mit Holz, sodass man nicht das Gefühl hat, man liegt in so einem Bett, wie man es aus dem Krankenhaus kennt, mit viel Metall und einfach kalt. Es ist eine wirklich wohlig warme Atmosphäre. Die Menschen haben die Möglichkeit, private Bilder mitzubringen, Deko mitzubringen, die dann in dem Zimmer aufgestellt wird, sodass sie sich auch wirklich heimisch fühlen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das klingt wirklich so, als könnte man sich dort ja wohlfühlen, also auch in der, ich sag mal, letzten Lebensphase. Ich glaube, Sie haben 11 Zimmer. Wie lange bleiben die Patienten oder Bewohner im Durchschnitt in dem stationären Hospiz? Also wenn man jetzt so einen Durchschnittswert ermitteln würde, würden wir wahrscheinlich auf 28 bis 30 Tage kommen. Wir haben natürlich immer wieder Menschen dabei, die wir aufnehmen und die nach 2 bis 3 Tagen schon versterben. Andererseits haben wir auch wieder Menschen, die über Monate bei uns sind, weil die medikamentöse Einstellung, die intensive pflegerische und psychosoziale Begleitung hier im Hospiz einfach die Menschen in ihrer Krankheit ein Stück weit stabilisiert, dass sie durchaus noch einige Monate hier bei uns bleiben können. Also auch das ist ganz unterschiedlich, denn man kann das ja nicht planen, den Tod, das Sterben, ne? Nein, und das ist auch gut so, finde ich, weil wenn man das genauso planen könnte oder wüsste, wann der Todestag oder sogar die Todesstunde ist, ich glaube, dann würden wir alle noch mal, anders leben, was vielleicht auf der einen Seite nicht verkehrt ist, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen Angst macht. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem sind Sterben und Tod, das sind einfach Themen, für die muss man sich ja ganz bewusst entscheiden, dass man damit tagtäglich zu tun haben möchte. Man muss es auch können, das ist das andere. Sie sind jetzt seit 4,5 Jahren in diesem Bereich. Wie war das bei Ihnen damals? Warum haben Sie sich dafür entschieden? Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe vor 12 Jahren nach meiner Ausbildung zur Krankenschwester direkt in einem Funktionsbereich angefangen zu arbeiten. Und in diesem Funktionsbereich ging es halt immer darum, Leben zu erhalten. Und 7 Jahre von diesen 12 Jahren habe ich in einer Klinik gearbeitet mit einem Akutbereich, wo es wirklich darum geht, die Menschen, egal wie schlecht es denen ging, in diesem Funktionsbereich möglichst lange am Leben zu erhalten. Als junge Krankenschwester habe ich die Arbeit auch als sehr sinnvoll und wichtig empfunden, aber im Laufe der Zeit habe ich mein Handeln dann immer mehr hinterfragt. Natürlich ist Leben retten total wichtig, aber man muss auch einfach mal gucken, müssen wir mit unserer hochmodernen Medizin jedes Leben verlängern? Und wenn es nur ein Tag ist, darf ein Mensch, dessen Körper gezeichnet ist von einer schweren Erkrankung oder ein Mensch, der einfach im hohen Alter auf ein langes Leben zurückblickt, darf der nicht einfach ganz natürlich und friedlich versterben? Muss ich da noch zig Therapien und zig Schläuche an den Menschen basteln, nur damit er vielleicht einen Tag länger lebt? Aber was ist das für eine Qualität? Was ist dann für mich persönlich auch noch ethisch vertretbar? Wann ist der Zeitpunkt zu sagen, das ist jetzt der Punkt, um nicht noch den 5. Schlauch und die 3. Infusion in der Stunde anzuhängen, nur damit er vielleicht 3 Stunden länger lebt? Und das hat mich ans Umdenken gebracht. Umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr wollte ich mich beruflich verändern. Und dann habe ich überlegt, in welchem Bereich könntest du dich wohlfühlen? Dann habe ich mit einer guten Freundin gesprochen, die sich schon lange Jahre in der Hospizarbeit engagiert hat und habe mit ihr mal so meine Gedanken ausgetauscht, die mich bewegen, was meine berufliche Zukunft angeht. Und die hat mir dann gesagt, Mensch, guck dir das Hospiz doch einfach mal an und spür mal, was das mit dir macht. Und das habe ich dann auch getan,
habe hospitiert hier im Hospiz zum Heiligen Franziskus, habe das einfach mal auf mich wirken lassen und in mich gespürt und gesagt, ja, das ist so der Platz, den ich mir für mich gut vorstellen kann. Mhm. Ja, und die Arbeit mit den Ehrenamtlichen, die Beratungsgespräche in den Familien machen mir wirklich große Freude, auch wenn es immer um ein Thema geht, das mit Abschied zu tun hat und ja, ein Stück weit mit Verlust, ne? Weil auch die erkrankten Menschen erleben ja immer wieder neue Verluste, sei es der Verlust der Mobilität, sei es der Verlust des selbstständigen Aufnehmen der Nahrung, sei es der Verlust von Aktivität. Das sind ja immer so kleine Verluste, mit denen schwerkranke Menschen zu tun haben, die sie natürlich sehr beschäftigen und auch in dem Gesamtkontext Familie ganz viel machen. Mhm. Und das ist einfach eine tolle Aufgabe, da Menschen zu unterstützen oder zu gucken, wie können wir sie unterstützen in der Familie? Wie kriegen wir das gut hin, damit die Menschen sowohl zu Hause gut begleitet sind und friedlich zu Hause versterben können, sowie auch hier im Stationären. Im Stationären ist es für die Familie ja immer noch mal dieses, ich gebe meinen geliebten Menschen in eine Einrichtung, ja, aber einfach, weil wir zu Hause unheimlich an unsere Grenzen kommen und es zu Hause nicht mehr zu stemmen ist. Ja. Und so kann ich in einer stationären Einrichtung wie dem Hospiz die Verantwortung auch ein Stück weit geben und kann einfach nur noch in Anführungszeichen Ehefrau sein und muss nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf alles gucken. Nichtsdestotrotz gibt es in der häuslichen Umgebung aber auch so viel tolle Unterstützung wie ein palliativer Pflegedienst, die Ehrenamtsarbeit, die palliative Netzwerkarbeit, dass ein Sterben zu Hause auch einfach möglich ist. Mhm. Na, man muss dann auch so ein bisschen gucken, wie sind wir familiär aufgestellt, wen können wir ein bisschen mit einbinden und wie schaffe ich das? Da muss vieles zusammenpassen einfach und das ist sehr individuell, ne? Genau, das ist total individuell und es ist auch jedes Beratungsgespräch anders, weil jede Familie hat einen anderen Schwerpunkt. In manchen Beratungsgesprächen ist relativ schnell klar, die Familie ist super aufgestellt, die haben ein tolles soziales Netzwerk. Im Moment brauchen die uns noch nicht. Das kann sich natürlich verändern im Laufe der Erkrankung, sodass man immer mal wieder Kontakt aufnimmt und nachfragt, wie ist der Stand, wie sieht's aus, wie geht's Ihnen, bis irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, dass sie sagen, Mensch, wir bräuchten doch ein bisschen Unterstützung. Und dann geht man einfach mit rein in die Familie und unterstützt die dann da, wo sie es brauchen. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf das, was Sie konkret machen. Sie arbeiten ja mit den Ehrenamtlichen, die wiederum Menschen dann auch beim Sterben begleiten. Was muss man denn dafür können? Also was bringen Sie den Ehrenamtlichen bei, damit die diese Aufgabe leisten können? Wenn man sich für ein Ehrenamt in der Hospizarbeit interessiert, vor allem in der Sterbebegleitung, ist für mich immer ganz wichtig, dass der Mensch, der sich dafür interessiert, ganz viel Empathie mitbringt. Empathie mitbringt für sein Gegenüber und auch weiß, sich selbst etwas zurückzunehmen. Dass nicht ich selber als Ehrenamtlicher jetzt hier ein tolles Ehrenamt mache, was super ist, aber es zählt der Mensch, den ich begleite und die Familie, sodass ich mich so ein bisschen zurückstelle und gucke, was braucht die Familie hier und nicht, was meine ich, was die brauchen. Und in dem Ausbildungskurs selber geht es dann einfach darum, für uns als Kursleiter zu gucken, wie geht der Ehrenamtliche mit den unterschiedlichen Themen um, die wir bearbeiten. Das sind so Themen wie Nähe und Distanz. Wie viel Nähe lasse ich zu und wie viel Distanz sollte ich auch wahren? Das ist ganz, ganz wichtig, um halt diese Arbeit auch gut machen zu können. Wenn ich aus jeder Begleitung, die ich mache, ganz viel, ich sage das jetzt mal so, mit nach Hause nehme und das ganz viel mit mir selber dann noch macht, mich bedrückt, mich belastet, dann muss ich gucken, ist das wirklich das Richtige für mich? Und das ist was, was wir versuchen, mit in dem Kurs, an einem Kursabend mit den Menschen zu erarbeiten. Wo stehen sie da und wie können sie sich abgrenzen? Das hat auch nochmal was mit dem zu tun, inwieweit nehme ich mich zurück und was lasse ich zu und wie weit mische ich mich ein und wie weit lasse ich auch die Familie, wie sie ist. Das ist ein ganz großes Thema. Und dann natürlich das Thema Kommunikation. Das kann man, glaube ich, in allen Bereichen immer wieder anwenden, dass man einfach genau hinhört, dass man so ein bisschen zwischen den Zeilen auch
liest. Das ist was, was man lernen kann, wobei man da aber auch so ein Stück weit ja Intuition mitbringen sollte, die Fähigkeit zu haben, auch so ein bisschen zwischen dem Gesagten zu lesen, um dann auch eine gute Begleitung zu machen. Manche Begleitungen sind wirklich, dass es um ein Dasein geht, und manche Begleitungen erfordern auch wirklich eine gute Gesprächsführung. Dann geht es natürlich um das große Thema Abschied und Trauer. Wie kann ich Abschiede gestalten? Wie kann ich meine Trauer leben als Angehöriger? Inwieweit kann der Ehrenamtliche da eine Stütze sein für die Hinterbliebenen, wenn der zu begleitende Mensch dann verstorben ist? Welche Aufgaben übernimmt dann der Ehrenamtliche noch, der die Familie jetzt über Wochen oder vielleicht Monate intensiv begleitet hat? Mit intensiv begleitet meine ich, dass der Ehrenamtliche 1 bis 2 Mal die Woche für einige Stunden in die Familie geht, um die Familie zu unterstützen, zu entlasten. Und dabei entsteht natürlich auch eine Beziehung. Der Ehrenamtliche gehört irgendwann dazu. Ja. Deswegen finden wir das auch immer wichtig, dass unsere Ehrenamtlichen, wenn sie das auch möchten, mit zu der Beisetzung des zu begleitenden Menschen gehen, um auch da für die Familie nochmal da zu sein und auch für sich selber ein Abschiedsritual zu haben. Na, in unserer christlichen Welt sind halt Beisetzungen so das, wo ich nochmal bewusst wahrnehme, der Mensch ist verstorben, er ist von uns gegangen, er ist nicht mehr da und er wird jetzt hier beerdigt. Um mir auch nochmal bewusst zu machen, ja, der Mensch ist nicht mehr da, um dann auch gut aus dieser Familie wieder rauszugehen. Und wir gucken dann auch, dass wir mit den Ehrenamtlichen nochmal ein Abschlussgespräch führen. Wir machen sowieso Reflexionstreffen, wo die Ehrenamtlichen dann von Situationen aus ihren Begleitungen erzählen, wo wir gucken, wie gehst du damit um, was brauchst du, um gut damit umzugehen, oder auch einfach mal erzählen, was sie auch Schönes mit den Patienten erleben, mit den Familien, weil es ist ja nicht, auch wenn es um das Thema Tod und Sterben geht, alles todtraurig, sondern man erlebt ja auch trotzdem noch schöne Dinge, und so soll es ja auch sein. Es soll ja eine möglichst hohe Lebensqualität bis zum Ende sein, und da zählen kleine Ausflüge dazu, wenn es möglich ist, oder auch einfach hier im Stationären zum Beispiel, dass wir sagen, so, wir schieben das Bett jetzt mal raus auf die Terrasse und sie können mal den Wind um die Nase spüren oder die Sonnenstrahlen im Gesicht. Das sind ja so kleine Highlights, die ganz viel mit einem Menschen machen können. Und das sind schöne Erlebnisse, ne, in der schweren Zeit. Und was gibt den Ehrenamtlichen, den Menschen, die sich einbringen, engagieren, die Kraft, diese Arbeit zu machen? Weil, wie Sie schon sagten, das kann natürlich auch belastend sein. Bekommt man viel zurück? Ja, man bekommt von den Familien unheimlich viel Dankbarkeit zurück. Die sind unheimlich dankbar, dass es Leute gibt, die sich ehrenamtlich doch mit dieser schweren Thematik auseinandersetzen und einfach für einen da sind. Und diese Dankbarkeit, die da zurückkommt, das bestärkt die Ehrenamtlichen und auch mich persönlich in dem Tun, was wir halt so tun. Das ist schon was, diese Dankbarkeit, die da zurückkommt. Und einfach das Gefühl zu haben, ich kann helfen. Ich kann ein Stück weit unterstützen. Ich finde, in unserer heutigen Gesellschaft ist soziales Engagement so wichtig, dass das einfach nicht vergessen werden darf und auf keinen Fall auf der Strecke bleiben darf. Und wenn das dann ein Gefühl auslöst, dass ich eine Zufriedenheit auch habe und denke, ja, das ist gut so, dass du heute Nachmittag die 3 Stunden bei der Dame warst, die Familie konnte ein bisschen raus, oder wenn es auch so ist, dass da nicht wirklich viel Familie ist und da eine Ehefrau ist, die ihren Partner zu Hause pflegt und eigentlich nicht so viele Möglichkeiten hat, mal mit der Nachbarin in Ruhe einen Kaffee zu trinken oder mal einen schönen Spaziergang zu machen, weil sie immer Sorge hat, ich möchte meinen Mann nicht 2 Stunden alleine lassen. Und dann, wenn diese Person dann zurückkommt und sagt, ach Mensch, das tat so gut, jetzt mal diesen ausgiebigen Spaziergang zu machen, dann weiß ich, okay, es war richtig, dass du hier warst. Und die Ehrenamtlichen sagen dann auch, es war gut, dass ich da war. So konnte die Frau mal durchatmen und wieder ein Stück weit neue Kraft tanken für das, was halt zu Hause so dran ist gerade. Mhm. Verändert das auch einen Menschen? Also hat sie persönlich die Arbeit im Hospiz verändert? Ja, also es hat mich unheimlich entschleunigt, muss ich sagen. Also das ist so ein schönes Wort, was ich hier für mich persönlich entdeckt habe. Einfach mal einen Gang runterschalten, diesen gewohnten Klinikalltag, den ich hatte, wo alles schnell, schnell und zack, zack. Und hier war es dann, okay, Sabrina, schalt mal einen Gang runter, guck dir die Situation in Ruhe an und
sei einfach da und überleg dir dann in Ruhe mit dem Menschen zusammen, was dran ist und was auch nicht dran ist. Und das ist ein großer Punkt, dass mich das unheimlich entschleunigt hat, was sich natürlich auch so auf mein außerberufliches Tun und Leben auswirkt. Ich bin auch im Privaten deutlich entschleunigt und gucke mir Situationen nochmal anders an und lebe auch einfach nochmal bewusster. Man kann ja immer so schön sagen, auch mal fünfe gerade sein lassen. Das ist wirklich was, was ich für mich gelernt habe, etwas mehr Gelassenheit an den Tag zu legen und zu sagen, das Leben ist so wertvoll und das Leben ist begrenzt. Und warum muss ich mich mit manchen Dingen rumschlagen, die total unnötig sind? Das ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt, wenn man sowas noch auf das gesamte eigene Leben so umsetzen kann. Also das finde ich ganz toll. Schauen wir noch mal einmal auf die Patienten, die im Hospizdienst begleitet werden. Also die Menschen, die sich bei Ihnen melden oder gemeldet werden oder eben im Hospiz einziehen, die wissen, dass sie am Ende ihres Lebens angelangt sind. Wie gehen die damit um? Ich meine, einige sind ja möglicherweise auch noch jung oder zumindest in einem Alter, wo man normalerweise noch nicht ans Sterben denkt. Welche Beobachtungen machen Sie da? Ja, das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Die Menschen, die hier einziehen im stationären Hospiz, die werden auch bewusst gefragt, ob sie ins Hospiz möchten. Also wir machen das nicht, ich sage jetzt mal so schön, auf Zuruf der Angehörigen, sondern sprechen schon unsere Patienten bewusst an und sagen, möchten sie ins stationäre Hospiz aufgenommen werden? Und dann kommt ja meistens ein Ja. Also es kommt auch schon mal, dass ein Patient sagt, nein, ich möchte nicht ins Hospiz. Und dann nehmen wir den auch nicht auf, weil wir nehmen die Menschen nur aus freien Stücken hier auf. Okay. Wir gucken dann natürlich, dass wir das nochmal begründen und mit den Menschen besprechen, warum vielleicht eine stationäre Aufnahme angebracht wäre. Aber wir nehmen keinen auf, ohne dass er weiß, dass er ins Hospiz geht. Mhm. Na, und manchmal ist es auch so, dass unsere Sozialarbeiterin, die hauptsächlich für die Aufnahmen hier im Haus zuständig ist, bei einer Familie anruft und mit der Familie spricht, wir haben ein Bett frei, wir würden Ihnen das Bett gerne anbieten, dass sie dann sagen, nee, wollen wir jetzt nicht. Okay. Brauchen wir noch nicht. Ja. Und wenn dann 14 Tage später vielleicht nochmal der Anruf kommt, wir hätten ein Bett frei, möchten Sie es jetzt? Ja, jetzt sind wir soweit. Na, das ist ganz unterschiedlich. Und wenn die Menschen, die bei denen es dann letztendlich hier zur Aufnahme kommt, die gehen ganz unterschiedlich damit um. Manche sind in ihrer Krankheit auch schon total weit fortgeschritten, dass sie wirklich, um jetzt einfach mal so ein Bild zu kriegen, hier mit einem Liegendtransport ankommen und von der Transportliege ins Bett gelegt werden und erstmal total fertig sind vom Transport, auch total erschöpft und erstmal schlafen und gar nichts wollen. Und manche kommen im Rollstuhl hier an oder auch laufend und sind ganz aufgeregt auch, was denn jetzt hier so passiert, haben, wie wir eben schon mal angesprochen haben, eine ganz andere Vorstellung von einem Hospiz und sind dann eher positiv überrascht, wie schön wohnlich das ist und dass das ja gar nicht gruselig ist bei uns. Mhm. Und wenn die dann erstmal angekommen sind, so nach einigen Tagen und merken, wie hier so der Tagesablauf ist, dass das total individuell ist, dass sie mit den Pflegekräften so langsam Vertrauen aufbauen und sich dann auch so ein bisschen Stück weit öffnen können, dann finden durchaus auch Gespräche statt, dass die Menschen ja schon ein mulmiges Gefühl haben, jetzt hier zu sein, weil das ja schon so die letzte Station ist, das Hospiz. Mhm. Das ist ja nicht wie eine Reha-Einrichtung oder auch wie eine Palliativstation, wo es darum geht, Symptome zu behandeln, Medikamente neu einzustellen und im besten Fall wieder nach Hause zu gehen, sondern ein stationäres Hospiz ist eigentlich so als Endstation gedacht. Manche sind auch noch voller Hoffnung und sagen, ja, ja, ich bin jetzt zwar hier im Hospiz, aber sterben werde ich ja jetzt erstmal noch nicht. Na, und manche sind sich dessen schon bewusst und das ist ganz unterschiedlich. Also letztlich spiegelt der Umgang damit so die Vielfalt der Menschen auch wieder, dass das eben ganz unterschiedlich ist, finde ich. Ja, ja, genau. Ja. Welche Ängste erleben Sie bei Sterbenden? Können Sie da mal so ein Beispiel geben? Spielen da auch religiöse Fragen eine Rolle am Lebensende? Ja, religiöse Fragen spielen auch immer mal wieder eine Rolle und auch manchmal erst, wenn die eine ganze Zeit hier sind. Also am Anfang, wir machen auch eine Abfrage, ob eine seelsorgerische Begleitung gewünscht ist. Und oft wird das am Anfang, nö, brauche ich nicht. Und umso länger die dann hier sind und umso, ich sage jetzt mal, schlechter es denen auch geht, kommen dann so
spirituelle Geschichten doch dann wieder mehr in den Fokus, sodass dann doch das Angebot eines Seelsorgegespräches, es ist ja jetzt auch in der heutigen Zeit schon verändert, was so die Kirchenzugehörigkeit oder die Verwurzelung im Glauben, das hat sich schon verändert. Und je nachdem, wie alt dieser Mensch auch ist, den wir dann gerade hier haben, ist es auch nochmal ein Thema. Für manche wird das dann wirklich, ich sage jetzt mal so kurz vorm Versterben, nochmal wichtig, dass doch zum Beispiel eine Krankenkommunion oder ein Gebet oder irgendwie was, ein Ritual, was aus der Kirche kommt, doch auf einmal eine wichtige Rolle spielt, sodass wir das dann auch in die Wege leiten. Und für manche sind aber auch so die Gespräche mit den Ehrenamtlichen hier im Hospiz schon sehr wichtig. Da gibt es dann auch Sinnfragen oder die Frage, was passiert, wenn ich sterbe? Was passiert da mit mir? Menschen, die fest im Glauben verwurzelt sind, haben da auch eine feste Vorstellung. Aber Menschen, die halt schon gläubig sind, aber jetzt nicht direkt glauben, ja, dann komme ich ins Paradies oder ich komme in den Himmel oder was auch immer, schon für sich überlegen, wie geht es denn weiter, wenn ich verstorben bin? Und ist vielleicht der Tod nicht das Beste, was mir passieren kann? Und Ängste, die aufkommen, sind eher so Sachen wie, ich habe Sorge, dass ich Schmerzen habe oder ich habe Sorge, dass ich an einer Luftnot leide und dass ich vielleicht ersticken könnte. Und da liegt es dann mit an den Palliativmedizinern und an den Pflegekräften, die Patienten dahingehend gut aufzuklären, dass es durch verschiedene medikamentöse Einstellungen oder medikamentöse Gaben dann nicht zu solchen Momenten kommt. Spätestens, wenn Sie das erste Mal in die Situation kommen, dass Sie etwas stärkere Schmerzen haben und sich dann von der Pflegekraft ein Medikament geben lassen, was dann auch relativ schnell wirkt und dann merken, Mensch, die hatten recht mit dem, was sie gesagt haben. Ich brauche hier keine dollen Schmerzen haben. Und das ist einfach das, was die Menschen hier aber auch in der Häuslichkeit erleben. Das kann man genauso gut in der Häuslichkeit steuern. Mhm. Dafür braucht es nicht unbedingt eine stationäre Einrichtung, aber es ist für die Angehörigen natürlich wieder dieses Sicherheitsgefühl. Mhm. Ja. Jetzt rückt die Woche für das Leben diese Sorge um schwerkranke und sterbende Menschen ja ganz bewusst in den Mittelpunkt. Sie haben es auch gerade schon mal kurz angedeutet. Warum ist es in unserer Gesellschaft nicht so üblich, über den Tod und das Sterben nachzudenken? Was meinen Sie? Weil Tod und Sterben was mit Abschied nehmen zu tun hat. Und Abschied nehmen ist nicht so gerade das Tollste. Ich habe letztens irgendwo ich weiß gar nicht genau, ob es ein Zitat oder eher ein Spruch war, dass wenn ein Mensch geboren wird, ein kleines Baby zur Welt kommt, sind alle da und hoch erfreut. Aber wenn ein Mensch aus dem Leben geht, verstirbt, halten sich alle zurück. Dann kommen nicht zig Glückwunschkarten oder Päckchen oder Blumen vorbeigebracht, weil ein Mensch geboren ist. Wenn ein Mensch gestorben ist, gehen die Leute auf Distanz. Und wir erleben auch immer mal wieder in unserer Trauerarbeit, dass die Trauernden berichten, dass es immer noch so ist, dass Menschen wirklich die Straßenseite wechseln oder dass man sonst einen guten Kontakt mit den Nachbarn hatte und plötzlich, wenn man ins Treppenhaus kommt, geht schnell die Tür zu, dass die Menschen nicht wissen, wie gehe ich mit einem Trauernden um oder gar mit einem Menschen, von dem ich weiß, der schwer krank ist und wahrscheinlich in den nächsten Wochen versterben wird. Wie gesagt, ein Abschied ist nie was Schönes, aber Abschied nehmen gehört zum Leben einfach dazu. Hm. Und das ist schon seit Tausenden von Jahren so, das war schon immer so auf der Welt. Was geboren wird, was lebt, das vergeht auch. Das sehen wir in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt, in der Menschenwelt, das ist einfach so. Und von daher hat das für mich ganz viel damit zu tun, wie ist meine eigene Auseinandersetzung mit dem Thema. Vielleicht passt es auch einfach, dieses Bild von Sterben und Tod, nicht so in das Bild einer modernen Gesellschaft, in der ja so alles machbar zu sein scheint. Weiß ich nicht. So könnte sein. Genau, das ist ja dieses, ne? Also wir fliegen zum Mond und jetzt fast schon zum Mars und alles ist toll. Ja. Aber sterben, nee, da wollen wir nichts mit zu tun haben, obwohl es uns alle betrifft. Wir kommen hier alle nicht lebend raus. Ja. Also irgendwann sterben wir alle. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und dass das nichts Schlimmes ist in dem Sinne, sondern was ich weiß und was zu meinem Leben dazugehört.
Deswegen, das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, sind Sie auch der Meinung, dass ruhig schon Kinder erfahren sollten, dass eben jeder irgendwann mal sterben muss. Deswegen gibt es dieses Projekt Hospiz macht Schule. Das ist ein bundesweites Projekt, aber es gibt es eben auch in Recklinghausen. Da arbeiten Sie mit. Wie funktioniert das? Können Sie mal da einen kurzen Einblick geben? Das Projekt Hospiz macht Schule ist total klasse. Das wird in der Grundschule durchgeführt, entweder Ende 3. Klasse oder Anfang 4. Klasse. Und macht einfach nur Spaß unterm Strich. Also wir gehen eine Woche lang in eine feste Klasse und beschäftigen uns 5 Tage lang mit dem großen Oberthema Krankheit, Leid, Sterben, Tod, Abschied, Trauer. Und das macht Spaß? Ja, das macht Spaß, die Kinder zu sehen, mit welcher Leichtigkeit die dieses Thema angehen. Es gibt auch immer mal wieder Tränen und traurige Momente in den Wochen, aber dann zu sehen, wie die Klasse als Gemeinschaft zusammenhält und wie die Kinder dann vielleicht das Kind, was in dem Moment etwas trauriger ist, trösten, ist genau das, was wir wollen, dass wir aufeinander achten, dass wir aufeinander gucken, dass wir merken, wenn es jemand nicht so gut geht und dass wir dann auch wissen, dass wir denjenigen einfach mal in den Arm nehmen oder ein nettes Wort für den haben. Einfach gucken, Mensch, da ist jemand, dem geht es gerade nicht so gut, was kann ich denn für den tun? Und dann gehen wir mit den Kindern auch einen Tag ins Hospiz und zeigen denen das Hospiz und die sind immer alle total begeistert. Und wir machen dann vorher auch in Absprache, dass sie mit einem Patienten hier sprechen dürfen und sich mal so ein Zimmer angucken. Und das finden die auch ganz klasse. Was die Krux an diesem Projekt ist, ist dieser Elternabend, der vorher stattfindet, vor der Projektwoche. Die Eltern haben nämlich meistens Bedenken, muss das sein, dass so ein Projekt in der Schule, in der Grundschule durchgeführt wird? Muss man die Kinder mit dem Thema konfrontieren? Ja. Und dann erklären wir den Eltern das auch, wieso, weshalb, warum wir das machen, weil wir einfach bei den Kleinsten anfangen wollen. Und die Kinder, es fängt ja an, die Kinder finden draußen einen toten Vogel. Ja, der Vogel ist tot. Vielleicht war der Vogel krank oder vielleicht war der Vogel ganz alt. Und so ist es mit den Menschen auch. Auch ein Mensch verstirbt. Und das gehört, wie ich eben schon mal gesagt habe, zum Leben dazu. Und das sollten auch Kinder im Grundschulalter ruhig schon auf kindliche Art und Weise miterleben. Weil sonst entstehen auch komische Fantasien. Die Kinder, wir fragen dann auch, was meint ihr denn, wenn ein Mensch verstorben ist? Wie sieht der denn aus, wenn der gerade frisch verstorben ist? Dann kommen so Aussagen wie ein Skelett. Gut, warum hast du diese Vorstellung? Ja, dass wenn man tot ist, ist man ein Skelett. Deswegen sagen wir auch, wenn jemand in der Familie verstorben ist, dass man die Kinder ruhig mit zur Beerdigung nehmen soll. Weil auch die Kinder haben ein Recht darauf, sich zu verabschieden von dem verstorbenen Menschen im Rahmen einer Beerdigung. Und dann liegt es natürlich auch mit an den Eltern, mit dem Kind darüber zu sprechen. Und das ist dann nämlich auch wieder das Problem, dass viele Eltern, weil sie vielleicht selber nicht gut über das Thema sprechen können, sich dann auch nicht so gerne mit ihrem Kind darüber unterhalten möchten. Weil Kinder stellen auch einfach schon mal Fragen, die dem Erwachsenen vielleicht unangenehm sind oder die dem Erwachsenen, ja, beim Erwachsenen was antriggern, wo er vielleicht selber so ein bisschen Fragen hat. Mhm. Und das ist aber überhaupt nicht schlimm. Na, das ist eher eine Chance, finde ich, dass man Kinder damit ranführt, dass Kinder einfach lernen, Sterben gehört zum Leben dazu und ist auch gar nichts Schlimmes. Also Sie machen auf jeden Fall die Erfahrung, dass man durchaus auch mit Kindern schon über dieses auf den ersten Blick schwieriges Thema sprechen kann. Das ist natürlich schön. Genau, einfach halt kindgerecht. Ja. Kindgerecht, genau. Und freitags laden wir die Eltern dann immer in die Schule ein und die Kinder stellen dann die Projektwoche vor. In Kleingruppen erarbeiten die Kinder dann so eine kleine Reflexion und das führen die den Eltern dann vor. Und sie glauben gar nicht, was für tolle Gespräche mit den Eltern, die vielleicht vorher ganz große Bedenken hatten, entstehen. Und da auch wieder, Mensch, es war doch toll, dass sie das gemacht haben. Ich selber habe noch ganz viel gelernt, was mein Kind mir erzählt hat, was sie so gemacht haben. Und danke, dass sie da waren. Und das bestärkt uns dann auch immer wieder zu sagen, auf jeden Fall machen wir diese Projektwochen. Auf jeden Fall ein Projekt, das man unbedingt unterstützen muss, damit das weiterhin durchgeführt wird, weil das wirklich einfach sinnvoll ist. Frau Bergest, Sie haben schon manchen Sterbenden selbst erlebt. Zum Schluss habe ich die Frage an Sie,
Kann man schön sterben? Kann man schön sterben? Das ist eine schöne Frage, die ich einfach nur mit einem Ja beantworte. Man kann schön sterben. Warum beantworte ich das mit so einem platten Ja, erkläre ich Ihnen. Ich finde, das Sterben an sich ist ja ein ruhig verlaufender Prozess. Und wenn es dann wirklich so um die letzten Minuten geht, habe ich es bisher erlebt, dass es wirklich mit ganz viel Ruhe passiert. Man hört immer von dieser rasselnden Atmung und diesen tiefen Atemzügen. Ja, das gibt es alles. Das gehört auch ganz normal dazu. Das ist auch für den Sterbenden kein Problem. Der merkt das eigentlich gar nicht so wirklich, dass er eine rasselnde Atmung hat. Und das Sterben verläuft friedlich. Und von daher kann ich sagen, dass es ein schönes Sterben gibt. Das ist sehr schön. Ich danke Ihnen, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in ein Thema, ja, das noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Schließlich wünschen sich die meisten Menschen, wir haben das zu Beginn gehört, zu Hause in gewohnter Umgebung gepflegt zu werden und letztlich zu sterben. Ich finde, Sie haben das sehr anschaulich und ja, einfach auch mal ehrlich erzählt und vielleicht dem einen oder anderen sogar auch Mut gemacht, sich in diesem Bereich zu engagieren. Vielen Dank dafür und alles Gute Ihnen. Das war Sabrina Bergest. Sie arbeitet im Hospiz in Recklinghausen und hat uns von ihren Erfahrungen mit schwerkranken und sterbenden Menschen berichtet. Es ist nicht immer nur alles traurig im Hospiz, sagt sie. Es gibt sogar sehr viele schöne Momente, selbst im Sterben. Und sie hat dazu ermutigt, sich mit dem Thema Abschied und Tod bewusst mal zu befassen. Denn das kann, weiß sie, innerlich beruhigen. Sterben müssen wir alle. Das wissen wir, mussten vielleicht auch schon miterleben, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Und manchmal ist dieser letzte Weg ganz schön schwer. Mein Kollege Matthias Albracht stellt jetzt einen Heiligen vor, der als Wegbegleiter für eben diese letzte Reise gesehen werden kann. Hier kommt sein Gedanke zum Mitnehmen. Im Paulusdom in Münster steht die Figur eines Riesen. Am letzten Pfeiler vor der westlichen Vierung befindet sich gut sichtbar für jede Person, die den Dom betritt, die monumentale Darstellung des heiligen Christophorus. Seine Legende geht so: Ein riesenhafter Mensch, Reprobus, soll an den Ufern eines gefährlichen Flusses gelebt haben. Dort begegnete er vielen Menschen, denen er geholfen haben soll, ihn zu überqueren. Diesen Dienst tat Reprobus, weil ein weiser Einsiedler ihm das befohlen hatte. Denn Reprobus träumt davon, Diener für den mächtigsten Mann zu sein. Dort, an jenem Fluss, so hat es ihm der alte Mann versprochen, soll er ihm begegnen. Eines Nachts, so die Legende, hörte er die Stimme eines Kindes, das ihn um Hilfe rief. Reprobus soll ihm auf die andere Seite helfen. Er hatte kaum einen Fuß ins Wasser gesetzt, da erschrak Reprobus. Das Kind war unglaublich schwer. Als sie an der anderen Seite doch noch sicher ankamen, sagte er ihm, dass es sich angefühlt habe, als hätte die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern gelegen. Das Kind gab sich als Christus zu erkennen. Nicht nur die Last der Welt habe Reprobus getragen, sondern mehr noch, ihren letzten Urgrund und Herrn. Von Christus selbst soll Reprobus dann die Taufe angenommen haben und von da an auf den Namen Christophorus, Christusträger, gehört haben. So endet die Legende. Zu Gott kehren wir heim. Doch der letzte Weg ist schwer. Der riesige Christophorus in manchen Kirchen will dann sagen, gebt nicht auf. Gott schickt seine stärksten Frauen und Männer, um euch hier und dort sicher nach Hause zu bringen. Ich mag diesen Gedanken. Und ich bin dankbar für die vielen Menschen, die es als ihren Dienst sehen, den irdischen Teil des letzten Weges von alten, aber auch jungen Menschen in liebevoller Aufmerksamkeit zu begleiten. Ich wünsche mir, dass auch wir in dieser ja liebevollen Aufmerksamkeit wachsen, die in kleinen und großen Momenten hilft, Menschen zur Seite zu stehen. Und mögen auch wir diese Aufmerksamkeit erfahren, die Hoffnung gibt, die an hellen und dunklen Tagen den Himmel geöffnet hält. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Mit diesen Gedanken zum Mitnehmen von Matthias Albracht möchte ich nochmal auf die Woche für das Leben hinweisen, die vom 17. bis zum 24. April stattfindet. Schaut doch einfach mal, vielleicht gibt es ja bei euch in der Pfarrei, in Einrichtungen oder Institutionen Veranstaltungen, meistens wahrscheinlich wenn dann online, zu diesem Thema. Infos gibt es auf alle Fälle im Internet auf der Homepage der Woche für das Leben. Und Infos zu unserem Podcast, zum Beispiel andere Folgen zum Nachhören, gibt's auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Da findet ihr uns unter Kannste Glauben oder auf unserer Homepage www.kannste-glauben.de. Ich bin Ann-Christine Ladermann, ich freue mich schon aufs nächste Mal und sag bis bald.